Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinen ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Yin-Chin-Jutsu-Podcast. Immer wieder werde ich gefragt, Bettina, wie können wir dich denn einmal persönlich treffen? Gibt es eine Möglichkeit, auch von dir behandelt zu werden? Diese Frage kommt immer wieder und ja, das ist möglich. Vor 3 Jahren habe ich mein großes Yin-Chin-Jutsu-Heilzentrum in Hamburg geschlossen und konzentriere mich im Moment darauf, Yin-Chin-Jutsu in die Welt zu bringen, unter anderem auch mit dieser Podcast-Folge. Da kann ich dich gleich um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn du diese Folge bei Spotify siehst, schau doch bitte einmal unten in den Shownotes. Dort gibt es eine kleine Umfrage. Sie dauert 5 Sekunden, wenn du daran teilnimmst. Und du würdest uns damit riesig helfen, dass der Podcast weiterhin bestehen kann. Schon mal vielen Dank dafür. Ja, also dieser Podcast dient dazu, auch mit euch in Interaktion zu treten, eure Fragen zu beantworten. Und eine dieser Fragen lautet eben immer wieder, Bettina, wie können wir denn uns von dir oder Pascal oder dem Team behandeln lassen? Und das ist möglich. 3-mal im Jahr gibt es eine sogenannte Intensivwoche. Die findet 3-mal im Jahr statt, immer am gleichen Ort in Mecklenburg-Vorpommern in einem wunderschönen Seminarhaus. Und dort kannst du eine Intensivwoche mit uns verbringen. Das Besondere daran ist, dass du 2-mal am Tag eine Einzelbehandlung bekommst, dass es mehrere gemeinsame Yin-Chin-Jutsu-Sequenzen gibt, dass es einen kleinen Input gibt, ein bisschen Unterricht, aber der Fokus ist auf der Anwendung. Viele Menschen sagen, das ist die Erholungswoche ihres ganzen Jahres. Deswegen sind die Wochen immer sehr rechtzeitig ausgebucht. Wenn du daran Interesse hast, kümmere dich rechtzeitig. Auf unserer Homepage findest du immer schon ein Jahr vorher die Termine. Und ja, wenn man von einer Sache begeistert ist, wie ich das bin, ich selbst habe Intensivwochen in den USA kennengelernt, vor 34 Jahren, das erste Mal nach einer Weiterbildung, tuschelten die Menschen und sagten, ja, wir sind bei Muriel auf einer Intensivwoche und da gibt es aber gar keine Plätze mehr. Und ich war sofort on fire und dachte, das möchte ich gerne machen. Ich möchte mich einmal losgelöst von meiner Umgebung, losgelöst von meinen Kindern, meiner Familie, losgelöst von meiner Praxis, mich einmal zurückziehen und möchte mich den ganzen Tag verwöhnen lassen, tragen lassen, mich an den gedeckten Tisch setzen, in ein vorbereitetes Zimmer zu kommen und wirklich richtig gute Therapeuten an meiner Seite haben. Das habe ich erlebt sehr oft in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontinenten habe ich an Intensivwochen teilgenommen. Das ist gar nicht mehr so verbreitet, das ist sehr intensiv, aber ja, für mich einfach immer wieder so wunderschön, mit einer kleinen Gruppe diese Woche zu verbringen. Und das sind Intensivwochen. Also, im Anschluss jetzt hörst du einige Stimmen, weil ich kann ja die tollsten Sachen erzählen. Lass dich mal mitnehmen und lausch einmal ein paar Stimmen von Menschen, die gerade mitten in Neuschönau sind, so heißt dieser Ort, und von einer Teilnehmerin, die schon mehrere Male da war, die berichten, wie es für sie war. Vielleicht sehen wir uns einmal in Neuschönau, es würde mich sehr, sehr freuen. Und das Entscheidende ist, was ich von Anfang an gelernt habe über diese Intensivwochen, das sind Wochen, wo ein Team, ähnlich wie die Müllabfuhr, kommt und euren großen Müll entsorgt. Als solches verstehen wir uns auch. Das Bild, wie Yin-Chin-Jutsu funktioniert in der täglichen Selbsthilfe, so wie du dein Haus täglich sauber hältst, du wäschst ab, du kaufst ein, du entsorgst das, was du loslässt, täglich und so gepflegt und so sauber ist dein Haus oder dein Körper. Und dann gibt es so 2-mal im Jahr, so habe ich das gelernt von meiner Lehrerin, sozusagen den Frühjahrsputz
und das Herbstaufräumen. Und wenn das sind Wochen, da holt man sich Unterstützung, da kann man tiefer gehen. Da kann man, das weiß man, das ist alleine mit einem riesen Aufwand und da hole ich mir Unterstützung. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du das möchtest, wo du schon mit Yinshin Jitsu vertraut bist, wo du schon Selbsthilfe machst, wo du merkst, das wirkt ganz stark in dir und berührt dich, dann ist das eine Zeit des sich tragen lassen, des sich durch einen Prozess tragen lassen. Dies, ich bin versorgt. Ich setze mich an einen gedeckten Tisch mit wunderschönem vegetarischem Essen. Ich bin in einem Gutshof, ich bin geschützt. Ich bin in wunderschöner Stille und Natur. Wenn danach deine Sehnsucht ist, dann könnte eine Intensivwoche etwas für dich sein. Es ersetzt in keinem Fall die Selbsthilfe, das tägliche Säubern, das tägliche Aufräumen, das tägliche Ausbalancieren in deinem System, aber es kann genau diese Kirsche auf der Sahne sein für ein Jahr. Viele, viele Menschen sind schon, ja, wie lange biete ich Intensivwochen an? Seit über 30 Jahren auf jeden Fall. Und es gibt jetzt, wir haben schon einen gefeiert gerade mit einem Teilnehmer, der das 13. Jahr nacheinander dort ist, weil er sagt, was, das ist für mich Urlaub. Ich investiere in mich. Ich bin mit gleichgesinnten Menschen zusammen. Ich kann mich zurückziehen. Ich kann mich ausschlafen. Viele Frauen schlafen, setzen sich an einen gedeckten Tisch, werden behandelt, gehen wieder ins Bettchen, ruhen sich wieder aus und nähren Defizite nach, treten heraus aus Erschöpfung oder anderen Symptomen. Ich komme schon wieder ins Schwärmen. Hört einmal, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, wie sie das empfunden haben. Und wie gesagt, auf unserer Homepage findest du Termine für dieses Jahr und bald auch fürs nächste Jahr. Insofern, vielleicht sehen wir uns dort. Es wäre mir eine ganz, ganz große Ehre. Tschüss! Die Intensivwochen bei Bettina Roschewitz und Pascal Schaffner sind wirklich eine sehr schöne, liebevolle, intensive Erfahrung mit den anderen, mit den Betreuern, aber auch mit sich selbst vor allen Dingen. Denn durch das zweimalige Strömen am Tag geht man in einen Prozess mit sich selber. Da kommen vielleicht nochmal Themen hoch und sie werden liebevoll angenommen und in eine neue Energie gebracht. Und das ist eine sehr intensive Woche, die sich in jedem Fall lohnt. Ich habe es schon zweimal mitgemacht und kann nur berichten, dass es mir sehr, sehr gut getan hat, sich auch positive Veränderungen in meinem Leben ergeben haben. Das Programm vor Ort in diesem wunderschönen Neuschönau, ganz in Ruhe auf dem Land, ist intensiv. Man fängt morgens an mit Mudras. Man wird zweimal am Tag geströmt, man hat abends noch Anleitung zur Selbsthilfe und redet natürlich auch in der Gruppe oft miteinander über die Geschehnisse. Und ja, es ist eine intensive Woche. Und da wir immer zu einem Thema geströmt werden, kommen dann manchmal auch Erinnerungen hoch, Gefühle, die sich aber auch im Laufe der Woche verändern. Und ich glaube letztendlich, das ist einer der lohnenswertesten Urlaube, in Anführungsstrichen, die man machen kann, denn nichts ist so wertvoll, wie sein eigenes Energiesystem zu stärken und somit in die eigene Erholung zu gehen für ein vielleicht etwas leichteres Leben. Also das sich um die eigene Energie kümmern, findet dort ganz intensiv statt und das mit einer unglaublich liebevollen Betreuung, bei der man sich sehr, sehr sicher fühlen kann. Insofern immer wieder danke an Bettina Roschewitz und Pascal Schaffner. Yinshin Jitsu im Juli 2019. Wir hatten eine unfassbare Woche in einem geschützten Raum, den ich in dieser Art und Weise noch nie kennengelernt habe. Eine Gruppe von 16 Leuten, die hier immer sind in Neuschönau. Für mich ist es das erste Mal. Und es war eine wundervolle Reise.
zu mir selbst mit Hilfe der Therapeuten. Also wir befinden uns jetzt am Ende der Intensivwoche mit dem Thema Rückwärtsströmen. Das besonders Tolle an den Intensivwochen ist, dass man hier 5 Tage zweimal am Tag geströmt wird. Morgens und abends gibt es ein gemeinsames Strömen mit der Gruppe. Und das Tolle ist, dass wir uns sehr individuell strömen lassen, unsere individuellen Erfahrungen mit den Strömen machen, aber auch in der Gruppe getragen werden von allen anderen, weil alle anderen werden mit den gleichen Strömen geströmt und machen für sich selbst individuell ihre Erfahrung, aber eben auch die gemeinsame. Und das trägt uns alle. Die Intensivwoche in Neuschönau ist eine besondere Möglichkeit, zu mir selbst zu kommen. Ohne dass ich es vorher wusste, bin ich an diese Stelle gelangt, zum zweiten Mal bereits. Und jedes Mal habe ich dieselbe Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, die mein Leben transformiert, auf eine Art und Weise, die ich mir vorher nicht ausgedacht habe. Denn durch das vermeintlich einfache Strömen dieser Energiepunkte, dieser sogenannten Sicherheitsschlösser, all diese Begrifflichkeiten, die mir nicht voll bewusst sind, die mir aber noch nicht bewusst sein müssen, auf die Art und Weise gelang ich zu Erkenntnissen von mir, die ich vorher nicht wusste, nicht bewusst mir machen konnte, aber jetzt in dieser Weise anstoße, sodass ich mein Leben in guter Weise transformieren kann. Und das ist der Grund, warum ich auch nächstes Jahr wieder hier sein werde, in totaler Dankbarkeit für das, was mir hier widerfährt. Schau dich gerne auf unserer Homepage um, www.jj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.